bitte um eine milde Gabe. Ja, hier hast du eine Kupfermünze. Oder eine Goldmünze, besser gesagt. So, wo stecken denn alle? Sind alle da, bis auf Khalid? Gut. So. Gut. Ist hier oben jetzt noch jemand? Also den beiden toten Gestaltwandlern ist hier oben niemand. Gut. So, dann bleibt ja nur noch der Keller. Ja, was wollt ihr? So, den Gestaltwandler töten. Mit Jace reden. Wir sind nicht die Gestaltwandler. Jo. Jace geht. Oder Jace. Da haben wir den Speer. Eure Diener, wie ihr wünscht. Da ist nichts. Ja, gut. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Und hier hinten sind ein paar Zellen und dann war es das hier auch schon wieder. Du bist Janko, hier lang. So, Imoen, geh mal hier wieder Schwester knacken. Wie könnten wir bei dir mal kurzzeitig mehr Platz machen? Oh, Feuerpfeile einfach hier oben reinpassen. Was wollt ihr? Denn ich verschwinde jetzt. Okay. Schutzformel gegen Elektrizität kann sie identifizieren. Sehr schön. Dann sortieren wir hier mal wieder richtig. So. Trank zu Khalid. Den Stab kann sie nicht identifizieren. Ist egal. Oh, sie kann die Bolzen aber mal identifizieren. Gewitterbolzen. Khalid, Schutzformel gegen Untote. Yahira. Ja, ich hab genug davon. So. Gold, Schmuck, Schmuck, Schmuck. Und fertig. Nichts leichter als das. Nichts leichter als das. Und jetzt sind definitiv alle tot. Ja. Gut. Beinahe unter meiner Würde. So. Beinahe unter meiner Würde. Wenn das wieder nicht klappt, dann müssen wir wohl zuerst mit dem einen Typ reden. Dann in die Gemeinschaft, dann mit Scar reden, dann wieder in die Gemeinschaft, ja. Die als Doppelgänger enttarnen. Oder ich muss mit drei verschiedenen Hallo. Doppelgängern reden. Ich weiß auf jeden Fall, es gab einen Weg, diese Quest besser abzuschließen. Ich stehe zu meinem Wort. So, jetzt aber. Schon zurück, wie ist eure Mission verlaufen? Die Doppelgänger sind tot, Jace leitet die Geschäfte jetzt wieder. Ich bin beeindruckt, ihr habt fortgehalten und die ganze Arbeit geleistet. Ihr habt euren Lohn verdient. Ihr sollt das Dreifache der vereinbarten Summe erhalten. Ich möchte, dass wir in Verbindung miteinander bleiben, vor allem wenn der Eisenton tatsächlich das vorhat, was ihr berichtet. 4000 Gold, 2000 Erfahrung, 2 Ruf. Ich habe noch einen Auftrag für euch. Wir sind immer in Arbeit interessiert, das kennen wir ja schon. Wir akzeptieren. Goraim, auf eure Taten stolz. Die Gruppe hat 300 Gold gewonnen. Wir haben von Jace erfahren, dass er die Gruppe von gestaltwandelnden Wesen das Konsortium der Gemeinschaft der Sieben Sonnen übernommen hat.
Wir haben vereinbart, die Abwasserkanäle im östlichen Stadtteil zu untersuchen. Ja. So, jetzt gucken wir uns aber in der flammenden Faust fertig um. Hier sind nämlich ein paar Söldner. Beziehungsweise Soldaten. Was ist mit dir zum Beispiel? Ich muss zugeben, ich war noch nie so glücklich. Ich habe einen Brief von meiner Liebsten erhalten. Sie kommt sehr bald nach Hause. Jetzt brauche ich nur noch einen hübschen kleinen Ring für ihren hübschen kleinen Finger. Und dann wird alles gut. Aber meine Liebste ist mehr wert als Gold und Silber und hübsche Edelsteine. Sie soll von mir nichts Geringeres bekommen als einen Engelshautring. Super. Wo kriege ich einen Engelshautring her? Gefällt mir nicht. Was habt ihr hier zu schaffen? Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Wir möchten mit Scar sprechen. Ich habe euch schon erwartet. Er ist entweder hier den Gang entlang oder draußen vor dem Eingang. Er wartet schon eine Weile auf euch, also solltet ihr jetzt gleich zu ihm gehen. Okay. Womit kann ich dienen? Womit kann ich dienen? Mehr sagt er nicht. Hey, hallo, wenn ihr jetzt was Eltern sehen wollt, geht einfach die Treppe neben mir hinauf. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Okay, durch die Tür können wir nicht. Das sind alles Zellenblöcke, kann das sein? Hilft mir, bitte. Das sind alles leere Zellen, so wie die aussehen. Jupp, und hier. Und hier drüben. Also einen Engelshautring habe ich gerade nicht. Ich habe nur einen Flammentanzring. Und hier sind überall Gefangene. Bitte rettet mich. Ich weiß nicht, ob du da nicht zurecht eingesperrt bist. Deswegen bin ich lieber vorsichtig. So, jetzt gucken wir mal hier runter. Gut. Scheint ein Lager zu sein. Ich diene der flammenden Faust. Ja, du bist ein Söldner. Ja, da mach bloß keinen Ärger. Ja. Das hier ist einfach ein Lagerraum und ich kann mal endlich einen Quicksave machen. Gut abgesicherter Lagerraum. Ja, ich kann schlecht von der flammenden Faust was klauen. Gut. Gut, dann gehe ich mal hier hoch. Und das muss Eltern sein, genau. Gut. Einer der Fürsten von Baldur's Gate und Scars Vorgesetzter. Der hat hier sogar... Wohnt der hier etwa? Nein, Herzog Eltern berauben, keine gute Idee. Seid gegrüßt, ihr Steuerzahler. Ich bin Herzog Eltern, Kommandant der flammenden Faust. Steuerzahler, okay. Es freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, dass eine solche Begegnung ungewöhnlich ist, doch die Umstände waren sehr erforderlich. Erlaubt mir zunächst die Frage. Was habt ihr mit jener Handelsgesellschaft zu schaffen, die sich als Eisenthron bezeichnet? Diese Frage beantworten wir nicht. Eisenthron, wir sind die. Wir haben erfahren, dass sie in eine Verschwörung verwickelt sind, die Stabilität eurer Stadt gefährden. Soweit ich weiß, habt ihr dem Eisenthron ziemlich zu schaffen gemacht. Man hegt dort offenkundig einen starken Hass gegen euch und darum bin ich an euch interessiert. Ich bin von den jüngsten Aktivitäten des Throns unterrichtet, doch seine Absichten sind mir weithin schleierhaft. Meiner Auffassung nach ist es viel zu einfach, die Zentarim für die Überfälle auf die Karawanen und die Eisenknappheit verantwortlich zu machen. Zwar gibt es Hinweise in dieser Richtung, doch ich kann kein Motiv bei ihnen erkennen. Der Eisenthron hingegen profitiert allemal von dem, was vorgefallen ist. Derzeit gibt es vieles, was mir Sorge bereitet. Insbesondere die wachsende Spannung zwischen unserer Stadt und dem Volk von Arm. Leider sind mir die Hände gebunden, solange die Missetaten des Eisenthrons nicht bewiesen sind. Kann ich nichts gegen ihn unternehmen.
Das ist der Grund, warum ich euch hab kommen lassen. Ich benötige eine kleine Anzahl von Spionen, die in die Zitadelle des Eisendrohns eindringen und auch nach Beweisen für dessen Verstrickung und die Überfälle auf die Karawanen suchen. Wenn ihr diese Aufgabe übernehmen wollt, solltet ihr für eure Mühen reichend Lohn werden. 2000 Goldmünzen solltet ihr bekommen, die ihr nach Belieben unter euch aufteilen könnt. Wie lautet die Antwort? Auf diese Aussicht haben wir keine Lust. 20.000 Goldmünzen betrachtet uns als engagiert. Ein weiser Entschluss. Den Auftrag, den ich euch erteile, ist ein schwieriger, doch ich bin sicher, dass ihr alle Voraussetzungen mitbringt, ihn zu erfüllen. Sprecht wieder bei mir vor, wenn ihr genügend Beweise gegen den Eisentrunk gesammelt habt. Wir sind so schnell wie möglich zurück. Ja, eigentlich sollten wir die Quest noch gar nicht bekommen. Ja, nichts leichter als das. Aber okay. Runter bitte. Ach, kommt schon. Hört auf, Yahira zu blockieren, dass wir hier runter können. Eigentlich sollten wir ja noch für Scar die Kanalisationsmission machen. Und dann erst, ja. Und dann erst mit Eltern reden. Nichts leichter als das. So. Jetzt will ich aber erst einmal in die anderen Stadtteile. Ich will unter anderem auch endlich mal Nesta finden. Dumm. Ein Speer plus 1 zum Verkaufen. Und irgendwo einen Engelshautring finden. Die Erfahrungspunkte sind nämlich alle mal wichtiger als das Gold zurzeit. Wir haben nämlich fast 100.000 Gold. So. Wir wollen jetzt in diesem Bereich vom Baldur's Tor. Oh. Wir sind irgendwo in der Pampa gelandet. Gut. Ja gut, gucken wir uns mal um. Ach, das ist der Durchgang. Auf der Südseite von diesem Durchgang haben wir Yahiras Freund getroffen. Und das hier muss dann der Weg zum Tor in den oberen Ring sein. Ja, das ist definitiv das Tor in den oberen Ring. Also gucken wir uns erst einmal südwärts um. Sagen dem Eisentor nochmal Hallo. Jo, das ist der Eisenthron. Und so wie es aussieht, habe ich doch schlechte Erinnerungen, weil das ist nicht das Gebäude aus dem Anfang. Also das hier. Es könnte der Bergfried hier in der Mitte sein. Ja, oh, allgegenwärtig. Das wollte ich nicht. Ich wollte alle. Und wollte hier lang mal gucken. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. So, wem hat Tina hier das jetzt schon wieder gesagt? Also ja, hier ist nur eine große Mauer und wahrscheinlich nicht viel. Ah, hier ist ein Karren. Bürgerlicher. Es geht mir darum, ob hier begehbare Häuser sind. Stellen sich alle unauffällig um den Karren. Während Talisa einfach mal so 36 Goldmünzen in einem Fass findet.
Nein, in die Kanalisation wollen wir nicht.